ein rechtes Schlüsselbein. Das ist sehr robust. Ne? Ja. Das ist unglaublich. Ja. Sehr kräftige Muskelmarken. So. Wir sehen hier drei Skelette. Die sind zum Teil vollständiger, so wie dieses hier auf der rechten Seite, oder auch etwas unvollständiger. Die Skelette gehören zu drei Männern. Hier auf dieser Seite diese Person und diese Person, bei denen hat es sich sicher um zwei schon etwas ältere Männer gehandelt. Hier auf dieser Seite haben wir es mit einem jungen Mann zu tun, der sicher noch deutlich unter 20 Jahren war. Und bei diesen beiden älteren Männern fällt auf, dass sie außerordentlich robustes Knochenmaterial haben. Da sind deutliche Muskelmarken zu sehen und dass es auch zwei große Männer waren, die also so um die 1,80 Meter groß gewesen sein dürften. Dass es Männer sind, kann man an verschiedenen Merkmalen des Skelettes erkennen. Hier in diesem Fall ist es so, dass wir an diesem Schädel erkennen können, dass wir eine ganz robuste Gesichtsmorphologie haben. Also zum Beispiel hier diese Region oberhalb der Nase, dann oberhalb der Augen. Dort haben wir ganz kräftige Wulstbildungen. Das ist ein sicherer Hinweis darauf, dass wir es mit Männern zu tun haben. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel einen kräftigen Kinnbereich hier, der sehr kräftig ausgeprägt ist. Auch hier kräftige Knochenmarken erkennbar und das Gleiche auch hier im hinteren Bereich des Unterkiefers. Und wir sehen, dass wir sehr robuste Langknochen haben. Das deutet ebenfalls ganz klar auf ein männliches Individuum hin. Muskelmarken geben Hinweise darauf, wie kräftig die Muskulatur eines Individuums war. Und wir erkennen sie zum Beispiel hier an diesem rechten Oberarmbein. Da haben wir hier eine Situation, wo wir ein starkes Knochenrelief haben. Das sind Strukturen, an denen sich der Muskel regelrecht festhalten kann. Und auch hier sind am Schlüsselbein, am rechten Schlüsselbein, das hier noch vorhanden ist, sind solche Strukturen vorhanden. Das heißt, der ganze Oberkörper wird sehr muskulös gewesen sein von beiden dieser Männer. Auf jeden Fall natürlich eine körperliche Betätigung. Es gibt dann Hinweise auch noch darauf, gerade bei diesem Individuum wird das sehr deutlich, wo wir das rechte und das linke Oberarmbein haben, dass man hier erkennen kann, dass die Oberarme sehr unterschiedlich hinsichtlich ihrer Robustizität sind. Das rechte ist deutlich robuster ausgeprägt als das in meiner linken Hand, also das linke Oberarmbein. Aber auch der Querschnitt ist unterschiedlich, der ist hier deutlich größer als beim linken Oberarm. Und das wiederum kann als sicheres Zeichen gewertet werden, dass wir es hier mit einem Rechtshänder zu tun hatten. Möglicherweise hat er ein Schwert geführt. Bei diesem Individuum hier sehen wir zum Beispiel auch eine deutliche O-Beinigkeit. Das könnte sein, dass also diese Person ihr Leben ja quasi im Sattel verbracht hat, also immer auf dem Pferderücken unterwegs war. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es sich um Krieger gehandelt hat, die also tatsächlich im Sattel saßen, die geritten sind, die das Schwert geführt haben, also eine Tätigkeit ausgeübt haben, die eben auch mit viel Kraft ausgeführt werden muss, diese Tätigkeit. Das Alter bildet sich an mehreren Stellen am Skelett ab. Was hinreichend vollständig ist, das sind die Schädel, um das Alter zu beurteilen. Im jungen Erwachsenenalter wäre es so, dass man hier noch deutlich Schädelnähte erkennen würde. Hier sind die verschlossen. Und das Gleiche gilt auch hier für dieses Individuum, wo wir große Teile
des Hirnschädels tatsächlich auch noch erhalten haben. Da würde ich hier zum Beispiel in diesem Bereich, würde die Kranznaht im jungen Erwachsenenalter zu sehen gewesen sein. Dann außerdem die Pfeilnaht und die Hinterhauptsnaht. Alle diese Nähte sind hier komplett verschlossen. Der Schädel ist also zu einer einheitlichen Kapsel geworden. Also auch hier haben wir ein Individuum, was auf jeden Fall sich jenseits der 60 befindet. Ja, was den Gesundheitszustand dieser beiden älteren Männer betrifft, gibt es schon Auffälligkeiten, und zwar ganz besonders im Bereich der Wirbelsäule. Besonders auffällig sind hier Randleisten, die sich gebildet haben, und Knochenbrücken, die sich gebildet haben. Das ist hier bei diesem Individuum ganz besonders schön zu sehen. Sie sehen hier drei Brustwirbel. Sie sehen, dass hier an einem dieser Brustwirbel sogar eine Rippe festknöchern angewachsen ist, und man kann dann hier im Profil besonders gut erkennen, hier diese Knochenbrücken, die sich hier gebildet haben. Das passiert, wenn man seine Wirbelsäule stark überlastet, und zwar permanent stark überlastet, dann irgendwann werden die Bandscheiben so dünn, dass anfängt, Knochen auf Knochen zu reiben. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Da hat man sicher ständig heftige Rückenschmerzen über längere Jahre. Irgendwann fängt der Knochen aber an, diese Geschichte zu stabilisieren, auszugleichen, dass dieser ständige Schmerz verschwindet. Und das passiert, wenn hier die Wirbel fest miteinander verblockt werden, so wie in dieser Weise. Dann reibt auch nicht mehr Knochen auf Knochen. Und dann kann man sagen, dann ist man zwar nicht mehr so beweglich, wie man das früher war, aber man ist jetzt schmerzfrei. Also von daher, das Schlimmste ist überstanden sozusagen für dieses Individuum. Das kann zum Beispiel Folge vom Reiten sein, weil eben ständig die Wirbelsäule sehr belastet wird und weil die Bandscheiben auch belastet werden durch das Reiten. Ein weiterer Befund, wo man ja vielleicht von einer Erkrankung im weitesten Sinne sprechen kann, das ist, dass wir bei beiden Individuen Veränderungen am Zahnapparat sehen. Und das ist, dass wir hier eine deutliche Zahnsteinbildung haben. Dieser Zahnstein, der hier annähernd über die gesamten Zahnkronen drüber gewachsen ist, hat auch dafür gesorgt, dass es hier Entzündungen im Bereich des Oberkiefers gegeben hat, sodass der Knochen so nach und nach zurückweicht. Also wir haben hier mit einer Parodontose zu tun, die aus diesem Zahnsteinbefall heraus entstanden ist. Und tatsächlich ist es so, dass all diese Zähne auch deutliche Abnutzungserscheinungen zeigen, so wie das aber im fortgeschrittenen Erwachsenenalter auch völlig normal und regelgerecht ist. Bei dem anderen Individuum kommt da jetzt noch ein interessanter Aspekt dazu. An diesen Zahnwurzeln haben wir immer wieder Stellen, wo wir erkennen können, dass dieses Individuum wahrscheinlich auch deutliche Zahnsteinbildung hat, aber dagegen angekämpft hat, indem es so etwas verwendet hat, wie das, wenn wir heute Zahnseide verwenden. Da gibt es ganz deutliche Einschnitte hier an diversen Stellen. Hier an dem vorletzten Zahn, der hier im Kiefer steht, da sieht man, dass im Bereich dieses Zahnhalses ein tiefer Einschnitt existiert, was darauf hindeutet, dass dort gefädelt worden ist, vielleicht mit einem Gashalm, sodass da regelrecht der Zahnhals annähernd durchgeschmirgelt worden ist. Ja, die Tatsache, dass beide Männer ganz offensichtlich ein Alter von über 60 Jahren erreicht haben, lässt darauf schließen, dass beide Männer eher aus einer gehobenen sozialen Schicht stammten und dass sie wahrscheinlich Zeit ihres Lebens, was zum Beispiel Ernährungs- oder allgemeine Gesundheitsfragen angehen, eher gut dran waren, gut versorgt wurden. Ja, damit würde zum Beispiel auch im Einklang stehen, dass sie eben noch vollständig ihre Zähne hatten, was Menschen, denen es weniger gut gegangen ist gesundheitlich, die hätten ihre Zähne vielleicht bereits früher verloren.